Jörg Vorn, herzlich willkommen. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema des Zweiten Weltkriegs auch beschäftigt, mit dem Thema der Schuld und mit der transgenerationalen und transgenerativen Weitergabe von Schuld oder überhaupt von Traumatisierungen, das heißt von einer Generation an die nächste. Man weiß das aus Studien, mittlerweile mit Säugetieren, vor allen Dingen mit Mäusen, dass wenn man bei bestimmten Mäusen dann einen Duft reingibt und denen hinterher was zufügt, dass sie dann also Stress kriegen, wenn dieser Duft erscheint. Und wenn man dann also weitere Generationen später diesen Duft immer wieder in das Gehege gibt, obwohl denen nichts Schlimmes in dem Kontext dieses Duftes passiert ist, haben die trotzdem Stress. Und das geht bis zu 7 Generationen. Also die 7. Generation hat immer noch bei dem Duft, den sie riecht, Stress, obwohl da eigentlich nichts mit verknüpft ist. Zumindest nicht kognitiv. Ja? Genau. Marion hatte mich angefragt für einen Vortrag zum Thema Schuld. Und um Schuld dreht sich jetzt erstmal hauptsächlich. Auf Scham gehe ich dann später noch mal ein Stück weit ein. Die Urschuld des Menschen ist ja die, dass er in der Prähistorie jagen musste und Leben nehmen musste von der großen Göttin, die ja die Erde ist. Und dafür haben die Menschen der Prähistorie anscheinend schon immer wieder Rituale gehabt, wo sie dann zum Teil, das kann man bei indigenen Kulturen auch sehen, die besten Teile von einem Tier, was gejagt wurde, wieder quasi an die große Mutter zurückgeopfert haben, in dem Glauben daran, dass wenn sie das tun, dass sie dann eben beim nächsten Mal wieder eine reiche Beute machen dürfen. Und aus dieser Idee heraus sind dann viele auch so Opferrituale und so weiter später entstanden. Genau, das hat sich natürlich weiterentwickelt bis zur Großwildjagd heute, wo die Tiere nicht mehr allzu viele Chancen haben und der Jäger nicht mehr sonderlich viel Gefahren ausgesetzt ist. Hemingway, der ja ein begnadeter Jäger war oder begeisterter Jäger war, sagte, dass er gerne töten würde und er hat eine große Freude beim Töten. Und das wäre eben diese Rebellion gegen den Tod, die man erlebt, wenn man Töten verursacht. Er hat sich auch damit gebrüstet, im Zweiten Weltkrieg 120 Deutsche erschossen zu haben, unter anderem wehrlose Zivilisten. Ob das stimmt, weiß man nicht genau, aber er hat das immer wieder vor sich hergetragen als eine große Tat. Die Frage der Schuld ist ja eigentlich eine Frage, die eher aus dem, ich sag's mal, aus dem Juristischen kommt und aus dem, natürlich aus der religiösen Sphäre kommt. Das heißt, dort beschäftigt man sich auf verschiedenen Ebenen mit der Frage nach richtig und falsch, nach Schuld und Nichtschuld. Wir haben da ja im Christentum die sogenannten 7 Tod- und Wurzelsünden. Die Voraussetzungen, dass diese Sünden im Grunde greifen, sind, dass man gegen die 10 Gebote verstoßen hat, dass man in vollem Bewusstsein ist und dass man eben einen freien Willen hat oder mit einer bedachten Zustimmung diese Sünden begeht. Und im Grunde hat sich dort im 4. Jahrhundert die Kirche von dieser Sündenvergebung durch die Taufe, was ja die Uridee war, dass man durch die Taufe eben frei von den Sünden ist, abgewandt. So. Die wohl größte Schuld, ja, wenn man mal überlegt, was mit Sünde und Schuld, wenn man das so mal zusammenbringt, würden die meisten sagen, wenn man sie befragen würde, dass es eben um Mord, also ein bewusster Mord, den man willentlich verursacht hat an einem Unschuldigen, dass man jemanden verrät. Da sieht man jetzt zum Beispiel Judas Iskariot, ja, der bekanntermaßen sich dann erhängt hat mit den Goldtalern in der Tasche. Oder eben dann halt, hier Shakespeare, der Mord. Oder eben Betrug oder Raub wird auch von vielen als eine große Schuld beschrieben. Da könnte man jetzt auch alles fragen, ob da seelischer Mord auch bei zählt. Oder eben Verrat, auch für eine vermeintlich richtige Sache. Weil viele Leute haben Verrat begangen irgendwann und meinten, die Sache an sich sei gut und dafür könnte man das machen. Und in der Rückschau oder in der historischen Bewertung sieht das auch immer ganz anders aus. Und auch hier die Sache mit Lehman, da habe ich einige Leute im Coaching auch gehabt und in der Beratung, die da alles verloren haben. Erst letzte Woche noch wieder eine Frau, die mir das erzählt hat, wie sie
bei einer größeren Bank guten Gewissens ihre ganze Rente angelegt hat und es ist alles weg. Die haben mir das garantiert, dass das sicher ist und so weiter. Und es ist alles mit diesen Credit Fall Swaps, wo dann halt in diese faulen Häuserkredite investiert wurde. Da waren deutsche Banken ja auch groß mit dabei. Ne? Also das ist natürlich eine Frage von Schuld. Schuld als sich, an sich, könnte man sagen, ist aber auch so ein Schattenthema, wenn man das nach C.G. Jung so nennen würde. Also es ist ein Gegenpol zu dem, natürlich, was man gerne sein möchte oder leben will oder das Gefühl hat, was man leben darf in unserer Kultur und Gesellschaft. Und wenn man dann irgendwie da rausfällt, dann aus der Norm, die kann ja ein paar Meter weiter hinter einer Grenze von einem Land eine ganz andere Norm sein. Ist ja auch ganz spannend, ne, so zu gucken mal. Das finde ich mal sehr spannend, wenn ich mal so Atemworkshops und Seminare in Spanien oder Italien gebe. Die haben zum Beispiel auch, was das angeht, nicht so Schuldgefühle oder nicht Schamgefühle beim Ausdruck von Emotionen. Da geht es gleich sofort ganz anders zur Sache. Das ist dann nördlich der Alpen eher so nach einer Woche dann ungefähr auf dem Niveau, wo das in den Gegenden eher so am ersten Tag der Fall ist. So, ja. Es gibt natürlich eine Art von individueller Schuld. Da gibt es so diesen Mythos von dem König Midas. Der hat also den Lehrer des Rauschgottes Dionysos damals gefangen und hat ihm eine Gabe abgepresst. Er hat gesagt, ich lasse den Silenus nur frei, lieber Dionysos, wenn du mir eine Gabe gibst und ich möchte, dass ich jetzt in der Lage sein werde, alles in Gold zu verwandeln. Das war also seine persönliche Gier dahinter. Und das hat er dann auch bekommen und am Ende des Tages hat er sogar alles, was er essen wollte, in Gold verwandelt und sogar seine eigene Tochter. Und dann hat er quasi am Schluss ihn angefleht, dass er das doch zurückbekommen, also dass er das zurücknehmen soll, weil er merkte dann halt, es ist ein Fluch. Ja, das ist, finde ich, ganz spannend. Die griechischen Mythen sind ja voll davon, von diesen Dingen, wo etwas Gutes dann auf einmal doch das andere ist, das Gegenteil, wenn man eben es ins Extrem hineinbringt. Und da wären wir auch bei der Frage nach dieser transgenerativen Schuld, was ich gerade schon angesprochen hatte. Das haben also die schamanischen Kulturen durch die Bank, also ich habe da einige besucht in Südamerika und in Asien, wenn man sich die anschaut, die haben alle diese Konzepte und das war bis vor ein paar Jahren auch alles noch so schamanischer Blödsinn oder esoterischer Blödsinn, bis das mit der Epigenetik so aufkam, wo man dann jetzt angefangen hat und gesagt hat, okay, da kann man tatsächlich was belegen, dass da wirklich was weitergegeben wird. An den Genen werden eben die Schalter an- und abgeschaltet und so weiter. Und das ist de facto so. Man kann jetzt vielleicht nicht kausal sagen, das ist unbedingt eins zu eins in Bestätigung, aber es geht dem schon sehr nah. Und das ist einer meiner schamanischen Lehrer, der kürzlich gestorben ist in Nepal. Da sitzt er in dem Ahnenraum seines Hauses. Und die haben ja einen sehr ausgeprägten Ahnenkult. Also er sagte zum Beispiel immer, if you got problems in your life, go to a river or a tree and pray to your Ahnengeister and everything will be fine. Ja, also wenn du ein Problem hast in deinem Leben, geh zum Fluss oder zu einem Baum und bete zu deinen Vorfahren und alles wird gut. Das ist natürlich eine arg verkürzte Metapher, aber das stimmt. Weil wenn da was grundsätzlich in Unordnung ist, da kann man im Hier und Jetzt immer rumrödeln und bezieht das alles auf sich, ja, und sieht gar nicht, dass das im Grunde, ich sag mal, 1, 2, 3 Generationen zurückreicht oder vielleicht sogar noch weiter. Und ich habe den Eindruck, gerade mit jüngeren Menschen, habe gerade wieder ein paar jüngere Leute, so Anfang 20 in der Praxis gehabt, die können das doch viel weniger verknüpfen. Also wenn ich zurückdenke, ich kann mich zum Beispiel noch gut erinnern, dass mein Großvater, der dann später aus dem Osten fliehen musste mit meiner Großmutter und der selber in Stalingrad war und dann später noch beim D-Day an der Front vorne und hinterher noch in einem Gefangenenlager bei den Franzosen, was auch kein Zuckerschlecken war, dass der nachts zum Beispiel immer geschrien hat. Und nach dem Baden hat meine Großmutter ihm immer mit einer Pinzette die Splitter da rausgepult. Ne? Und die Füße waren auch irgendwie nicht mehr vorhanden. Und das habe ich alles noch so im Kopf. Das war natürlich auch traumatisch für mich. Und die Verknüpfung ist aber noch da, dass ich eine Idee habe, mit, aha, deswegen ist das so und aha, deswegen wurde das so und deswegen bin ich so. Und
das ist für die Generation danach, jetzt so diese Millennial-Generation, so viel schwieriger. Die haben massenhaft mit Ängsten zu tun und die wissen gar nicht, woher das kommt. Ja, das ist so eine Erfahrung, die ich da mache. Ja, also grundsätzlich haben wir aber sowieso ein Problem mit Sünde aufgrund unserer Prägung, die wir den Römern zu verdanken haben, die uns das Christentum hier nahegebracht haben, was ja nicht unsere Urreligion ist, sondern wir hatten ja hier was Eigenes, was an die Mutter Erde angebunden war, also an eine Naturreligion. Und das Christentum hat uns ja eben sehr nahegebracht, dass wir von Anfang an im Grunde, wenn wir zur Welt kommen, uns versündigt haben, dadurch, dass wir überhaupt zur Welt kommen. Das heißt, wir haben uns also entfernt von einem Naturglauben, das ist auch ein Grund, warum die Welt heute so ist, wie sie ist, also so belastet, meine ich, weil ursprünglich war die Erde die Göttin und wir haben das projiziert auf den Himmel und es heißt ja auch, macht die Erde untertan und ja, das hängt eben mit dieser Paradiesgartenvertreibung zusammen. Und da heißt es ja auch im Katechismus, diese Erbsünde ist eine Sünde, die durch Fortpflanzung an die ganze Menschheit weitergegeben wird. Ja, also nämlich durch die Weitergabe einer menschlichen Natur so. Und sie ist eine Sünde, die man miterhalten, nicht aber begangen hat. Ein Zustand, keine Tat. Ja, also das ist nochmal, finde ich, ganz wichtig. Ja. Es ist ein gefallener Zustand, den man quasi per Geburt mitbekommt und man hat eigentlich nichts gemacht. Es ist einfach der Fakt, dass man ist, ist schon die Sünde. Dann gibt es natürlich kollektive Schuld. Ja, also wenn man sich da in Frankreich die Friedhöfe anguckt, dann kriegt man eine Idee davon vielleicht, was damit gemeint sein könnte, denke ich. Ich finde auch, wenn man kann auch in anderen Ländern gucken, wenn man sich jetzt zum Beispiel die verbliebenen Indianerreservationen in den USA anguckt, und das ist ja auch eine Eroberung gewesen mit einem der größten Völkermorde überhaupt, der in der amerikanischen Geschichte völlig totgeschwiegen wird bis heute, mit 100 Millionen Toten. Da ist ja nicht mehr so ganz viel von übrig geblieben. Ja, also das könnte man mal so in den Kontext stellen. Ich habe das genannt hier die größte Kollektivschuld. Das ist, glaube ich, die deutsche. Warum ist das so? Das kann man sich vielleicht mal fragen. Ich will da keine Antwort drauf geben. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, so, dass es kein Volk auf diesem Planeten gibt, das in einem kollektiven Schuldbewusstsein so stark drin hängt wie das Deutsche. Ich finde auch ganz spannend, sich da mal durchzulesen von dem Professor Christopher Clark, die Schlafwandler. Das ist ein Cambridge-Professor für Geschichte und der hat eben sehr genau analysiert, wie es denn zum Ersten Weltkrieg gekommen ist. Da muss man dazu sagen, da hat Deutschland ja, ich glaube, 2011 die letzte Reparationszahlung gezahlt. Ja, also 100 Jahre danach ist die Schuld abbezahlt für den Ersten Weltkrieg, für den Zweiten weiß ich nicht, wie lange da noch gezahlt wird. Aber ja, und wenn man sich die Schlafwandler durchliest, kann man sich auch anhören, geht 24 Stunden, das Hörbuch, dann ist einem ziemlich schnell klar, dass man da auf jeden Fall Deutschland im Grunde zumindest nicht alleine für verantwortlich machen konnte. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viktor Frankl, der selber im Lager war, hat ja dann gesagt, dass es eben, oder hat immer darauf bestanden, dass es keine kollektive Schuld gäbe. Und dennoch ist gerade durch auch die Politik, die danach gefolgt ist, für mein Gefühl, muss ich das sagen, also das ist jetzt auch meine subjektive Meinung, und die Art und Weise, wie über diese Thematik gesprochen wird, ein kollektives Schuldtrauma schon auch entstanden. Und ich erinnere mich an die Leichenberge, die ich zum ersten Mal in der Schule gesehen habe, in der 5. Klasse, und weiß im Nachhinein noch, was das mit mir gemacht hat und was für ein Keil das getrieben hat zwischen mir und meinen Vorfahren. Weil auf einmal musste ich ja die mit diesen Bildern verknüpfen. Und bei der sogenannten Umerziehung der Amerikaner, die Re-Education, das war die Operation Wunderland, nannte man das, da hat man ja hier, das sind auch Kinder dabei, die hat man da an diesen Leichen vorbeigeführt. Und das sind natürlich alles schwere Traumatisierungen, die dann auch ein Stück weit dadurch erlitten haben. Ja? Also Deutschland ist an der Kreuzung und muss sich jetzt entscheiden, ob es eine vernünftige Nation wird. Oder ob es ein, heute würde man sagen, Schurkenstaat bleiben soll oder will. Ne? So, und auch da gab es natürlich Propaganda. Das sind mal zwei Beispiele, die zum Teil auch in deutschen Schulbüchern zu finden waren. Wie man zum Beispiel Sachen modifiziert hat, die dann gar nicht so gewesen sind. Also unten, das sind die Originale und oben, das sind die Propagandabilder.
Also Propaganda ist nicht nur von den Deutschen begangen worden, sondern auch natürlich massenhaft von den Alliierten. Das sind jetzt hier Beispiele aus dem Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen immer als Bestien und Hunnen dargestellt wurden, die dann die freiheitliche Welt auf diese Weise bedrohen. Und das kennt man ja heute auch aus anderen Kriegen. Der Feind wird immer als Bestie und als Dunkel dargestellt und mit Schuld behaftet. Und das Nächste ist natürlich, dass im Rahmen dieses Schuldgefühls das, was dann passiert ist, vom Gefühl her, dass das ja zu Recht so passiert ist. Da ist jetzt halt das Beispiel Dresden, wo Churchill sagte, ihn interessieren keine industriellen Anlagen, ihn interessiert nur, wie viele Flüchtlinge aus Breslau sie dort grillen können in der Nacht. Und das ist also eine Frage, was man da halt gemacht hat in Dresden. Erst später klar geworden, als ich die Geschichten von meinem Großvater, die ich dissoziiert hatte, als kleiner Junge, später beim Nachlesen in Wikipedia und anderen Quellen, sind mir die Sachen wieder eingefallen, durch Zufall, ist, zack, also was heißt Zufall, es fällt zu, was fällig ist, sage ich immer. Ja, und hatte die Bilder wieder und genau die Worte von ihm, habe das dann recherchiert und man findet das also auch, dass das so war. Ja, das beschreiben andere auch, was da gemacht wurde. Das will ich jetzt im Detail nicht beschreiben, möchte ich euch ersparen. Schuld oder Unschuld eines ganzen Volkes gibt es nicht. Schuld ist wie Unschuld nicht kollektiv, sondern persönlich, sagte Weizsäcker. Ja, aber dennoch gibt es sehr, sehr viele Menschen, die so ein Gefühl haben von, sie sind schuld für etwas, obwohl sie danach geboren sind, Generationen später, oder vielleicht auch in dieser Zeit gelebt haben, aber im Grunde selber aktiv nichts gemacht haben, im Sinne von keine Schuld auf sich geladen haben. Alleine, dass sie in der Zeit gelebt haben, reicht schon für viele. Christina Grof, die Frau von Stanislav Grof, sprach immer von Elephants in the Living Room, also Elefanten im Wohnzimmer. Ich habe da mal so ein Video zu gemacht. Das sind also die Tabus, die dann in der Familie, wo jeder spürt, dass da was ist, und jeder hat das Gefühl, da darf man irgendwie nicht so richtig drüber reden, aber alle wissen, dass das da ist. Und das sitzt also wie so ein Elefant quasi im Wohnzimmer. Und das ist ja eigentlich der Raum, wo die Familie sich aufhalten sollte oder leben will. Und der nimmt also da den ganzen Raum ständig ein. Ja. Fand ich so als schöne Metapher. Also Schuldkomplexe kann man sich natürlich allerhand aufladen. Da gibt es mittlerweile auch genügend Angebote. Man kann schuldig sein dafür, dass es mal einen Kolonialismus gab und dass wir eine Kolonie in Südafrika und Ostafrika und so weiter noch hatten. Man kann schuldig sein, dass das Auto erfunden wurde und man jetzt eins fahren muss, weil man auf dem Weg zur Arbeit ist. Man kann schuld sein, dass man ein Mann ist. Man kann sich schuldig fühlen, dass man im Supermarkt in der Regel nichts anderes zu kaufen kriegt, auch Gemüse in Bio, was dann nicht doch in Plastik verpackt ist. Man kann sich schuldig fühlen dafür, dass man nicht alle Banken dieser Erde gerettet hat oder dass in anderen Ländern Bomben abgeworfen werden, wo die Teile von zum Teil irgendwo gebaut werden im eigenen Land. Da gibt es genügend Angebote, will ich nur sagen, weswegen man sich also diese Schuldkeule weiter draufhauen kann. Und da sind die Medien auch sehr erfinderisch. Dostojewski sagte mal sowas, es ist meine Schuld, meine ganz persönliche Schuld, dass die Welt elend ist. Ja, das trifft eigentlich so diese Aussage. Da kann man auch gut dran zugrunde gehen, finde ich. Ein kleiner Schwenk, zum Thema Schuld gehört auch Geld. Warum? Geld kommt auch aus der kultischen und der juristischen Sphäre, genau wie die Schuld. Ja? Und Geld war etwas, womit man Schuld schon immer begleichen konnte. Und erst ab dem 14. Jahrhundert bekam es eben zunehmend die heutige Bedeutung im Zahlungsverkehr von weltlichen Zahlungen. Die ersten Tempel, das waren die allerheiligsten Kultplätze oder die magischsten Plätze in der Antike, könnte man sagen, wo die Götter gelebt haben, haben die ja geglaubt, dass an dem Ort, wie was weiß ich, Delphi oder so, dass da eben die Göttin lebte. Oder eben dorthin kam. Das waren eben die Plätze, wo man dann mit dem Geld quasi den Göttern eine Spende machen konnte und sich so von der Schuld befreien konnte. Und die hatten dann in diesen Plätzen die ersten Häuser, die dann besser verschlossen waren und nachher auch bewacht wurden, weil das Geld da drin immer mehr wurde. Und das wurden dann die ersten Banken, könnte man sagen. Es gibt auch eine römische Göttin, Moneta. Das ist so die personifizierte Göttin des Geldes im alten Rom.
Und ja, sie ist eigentlich eine personifizierte Münzprägemaschine. Sie wurde auch häufig in dann Tempelbezirken, wo es eben Münzpressen gab, dann eben verehrt. Und daher kommt eben auch dieses Wort Moneten heute. Und ja, das Wort Münze stammt etymologisch auch davon ab. Diese Verquickung hat die Kirche sehr gerne aufgegriffen später. Das bot sich also mit der Erbsünde an, dass man dann also später sich quasi, als dann diese Fegefeuerlehre etabliert wurde, per Schuldschein, das war also die erfolgreichste Marketingkampagne im Mittelalter, befreien konnte. Und man konnte sogar eben halt auch die Vorfahren, die Ahnen, die schon im Fegefeuer sein mussten, und die noch kommen werden, die Nachfahren, konnte man also auch mit diesem Brief dann dort von der Schuld entsühnen, wenn man eben genug Taler in den Kasten schmiss. Das hatte Luther dann ja kritisiert, hat aber ein Stück weit natürlich auch ja, das Ganze nachher aufrechterhalten. Wo wir heute angekommen sind, ist in einem sogenannten Schuldgeldsystem. Ist ja auch ganz interessant, was mit dem Kreditwesen natürlich auch sehr stark zusammenhängt. Und das wurde im Grunde, als könnte man sagen, in der Hypnose oder Transpersonalpsychologie nennt man das Konsensus-Trance. Das ist also eine Trance, die im Kollektiv als wahr anerkannt wird. Also eine Fokussierung, wo alle sagen, das ist so, so stimmt's. Und im Nachbarland würden die alle sagen, seid ihr doof. Man könnte jetzt sagen, in Frankreich demonstrieren sie seit anderthalb Jahren dafür, dass die Steuern gesenkt werden für die Mittelschicht. Und in Deutschland demonstriert man seit einem Jahr dafür, dass sie erhöht werden. So, jetzt könnte man mal so fragen, ne, ist, ja, also was die Franzosen davon halten würden, und die würden das wahrscheinlich ein bisschen komisch finden. So. Also das ist zum Beispiel die Idee, ja, dass wir also einen Gedanken haben, man muss ständig mehr ausgeben, also sich ständig verschulden, mehr ausgeben, als man besitzt oder als man hat. Und das ist das Problem bei den Kreditkarten, die dann seit den 80ern so in die Märkte gepumpt wurden. Man hat ja eigentlich einen Schmerz bei so einem Tauschgeschäft, ja, wie der Indianer, der ein Tier tötete, der Indigene, der gab das beste Stück weg, das war der Schmerz. Und wenn man jetzt noch was in der Hand hat, was man jemand anderem gibt, dann hat man auch diesen Schmerz des Tausches. Man gibt was her und mit der Karte, die ziehst du einfach nur durch und dieser Schmerz wird verschoben. Das heißt, man reagiert einfach nur noch wie so ein Kind, das sagt, ich will's haben, gib's her, zack. Ja, und da verschuldet man sich durch diese kindlichen Impulse. Und da sind auch sehr viele Ich-Anteile natürlich am Werk, weil das, ich sag mal, das innere Kind gibt es gar nicht. Es gibt da nur ein ganzes Portfolio von inneren Kindern. Und die sind natürlich da also sehr stark dann aktiv, weil die nach diesem Lustprinzip eben fungieren. Die höchsten Schulden, das kann man links mal sehen, die Länder, die am meisten Schuld auf sich geladen haben, das sind die Braunen, also die Dunkelbraunen. Deutschland ist auch ganz gut dabei. Ja. Und die Länder, die am wenigsten haben, Verschuldung haben, haben häufig auch mit den anderen Ländern mit den meisten Schulden die größten Probleme. Ob das ein Zufall ist? Und rechts ja, sieht man die Verschuldung der USA. Das ist aber nicht mehr aktuell, das müsste jetzt schon eine ganze Ecke höher sein. So, genau. Im alten Rom war es so, dass jemand, der ein Schuldner ist, der mir also meine Schulden nicht bezahlen konnte, per se ein Sklave ist oder mein Sklave ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn du verschuldet bist, bist du eigentlich ein Sklave oder eine Sklavin. Und wenn wir uns also auf welche Art und Weise immer mit Schuld beladen, ob das jetzt eine emotionale, eine kognitive ist oder eben jetzt so eine finanzielle, dann neigen wir natürlich dazu, bestimmte Dinge auch zu übernehmen von anderen Autoritäten, die uns dann bestimmte Dinge vorgegeben haben oder in Zukunft eben aufdiktieren. Das nennt man im Fachjargon auch Introjektion, dass wir dann also Dinge fressen, runterschlucken als Ganzes, die nicht mehr gut zerkauen, die eigentlich gar nicht uns entsprechen. Ob es jetzt einen veganen Tiger in Zukunft gibt, deswegen weiß ich nicht. Ja, das hat auch eine Folge, dass wir im Grunde immer unverbundener sind. Das heißt, es reißt uns die Wurzeln weg. Wenn wir uns also schuldig fühlen, dann zieht das einem den Boden weg und man ist nicht mehr geerdet, nicht mehr verbunden. Und das hat natürlich dann auch eine gewisse Spaltung zur Folge. Das heißt, man aus Scham, das resultiert dann natürlich daraus, packen wir dann bestimmte Anteile unserer Persönlichkeit weg, zum Beispiel die, die gerade noch eben eingekauft haben und jetzt wieder die Schuld erhöht haben, oder die Anteile, die bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, wo man weiß, das führt zu Konflikten.
Und die verdrängt man dann einfach. Und dann kommen da eben bestimmte Strategien bei raus. Und die sind häufig nicht zielführend. Die Strategie nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland war, welche war es? Um mit sowas umzugehen häufig? Verdrängen. Ja, und wie? Ja, einfach nicht mehr drüber reden, einfach feiern. Ja, feiern, ja? Ja, aufbauen. Trümmer aufbauen. Ja, das auch. Aber eine Hauptstrategie war das hier. Also ich komme aus dem Ruhrpott, da war an jeder Ecke vom Häuserblock eine Trinkhalle. Ja, also da wurde gesoffen und zwar richtig. So, und das war, also Alkohol war nicht der, wie Grönemeyer meinte, der Sanitäter in der Not, sondern es war wirklich das absolute Notfallprogramm. Und es hat aber am Ende des Tages dann viele Familien in die Hölle geführt. In den deutschen Familien sind in den 50er und 60er Jahren ist so viel Gewalt passiert, das kann man sich kaum vorstellen. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, einfach von eben sexuellen Übergriffen über eben dann alle möglichen anderen Arten von Gewalt. Das ist so enorm und das ist also eine Folge A von diesem Konsum, B natürlich von der auch Verdrängung, die da passiert ist und von der nicht verarbeiteten Gewalt, die man sowohl im Dritten Reich als auch davor erfahren hat. Stichwort auch Johanna Hara, Kinder schreien lassen bis zum Umfallen, das wurde ja bis in die 80er noch verkauft, das Buch. Und heute wird es schon wieder empfohlen von irgendwem anders, also unter einem anderen Titel. Es ist nicht auszurotten. Ja. Also man, nach Arno Grün baut man dann mit der Zeit ein falsches Selbst aus und hat so eine Scheinpersönlichkeit, mit der kann man zum Beispiel auch möglichst gut dann zum Beispiel funktionieren. Man arbeitet dann, man ist im Wiederaufbau von was auch immer und ist halt so in diesem Hamsterrad. Und durch dieses falsche Selbst entsteht natürlich auch Scham, weil man instinktiv oder tief in sich drin weiß, da ist irgendwie was, was, was nicht so ganz stimmig ist. Und es ist auch natürlich oftmals Stolz dabei. Das heißt, man kehrt also dann den Stolz so nach außen und ist so unantastbar und unerreichbar, unnahbar. Man kann das dann eben auch in unserer werteorientierten Gesellschaft, also geldorientierten Gesellschaft, kann man das dann gerade über Geld auch gut zeigen. Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, meine Frau oder mein Pferd, ich weiß nicht mehr. Ja, also, ja, so. Und für viele resultiert aber auch so eine Art, so eine Existenzscham, so eine existenzielle Scham, überhaupt am Leben zu sein. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also das können manche gar nicht so genau erfassen, aber das hat was damit auch zu tun, dass da im Hintergrund etwas ist, was eben nicht, nicht bearbeitet worden ist oder nicht verstanden worden ist. Es kann auch so ein Einzelgänger-Dasein daraus resultieren im Sinne von, ich brauche niemanden. Ich komme völlig alleine gut klar. Das haben wir heute ja auch immer mehr. Das Single-Dasein nimmt auch immer mehr zu. Ich glaube, in München sind mittlerweile irgendwie über 60 oder über 50% sind, glaube ich, Single irgendwie, habe ich letztens noch gehört. Also es ist schon enorm, wie sich das so immer weiter so den Raum nimmt, weil eigentlich wollen ja alle das Gleiche. Irgendwie möchte man Bindung, man möchte zusammen sein, man möchte ja, Nähe, Liebe, Körperlichkeit. Das ist ein menschliches Urbedürfnis und ja, es wird zunehmend schwieriger. Und ich glaube, das hat auch was hiermit zu tun. Ich nenne das auch immer, transzendentale Obdachlosigkeit sollte das heißen, nenne ich das. Also das heißt, man hängt so in so einem Nichts und fühlt sich so völlig im Vakuum und fühlt sich nirgendwo zu Hause, man kommt nirgendwo an und hat das Gefühl, man ist irgendwie nicht von dieser Welt. Ja. Andere haben so diese klassischen Helfersyndrome, das gibt es auch. Hat Schmidbauer mal ein ganz klassisches Buch zugeschrieben, da musste meine Studentin damals oder Ausbildungsteilnehmer an der Pflegeschule, habe ich mal unterrichtet, ein paar Jahre, mussten das mal lesen. Das ist so der Klassiker. Ich glaube, da sind die Deutschen auch ziemlich groß drin, dass sie vor allen Dingen erst nach diesem christlichen Ideal den anderen helfen und dann also statt sich selbst. Ich würde immer sagen, gut ist, wenn man sich selber hilft und dann anderen hilft. So, das wäre vielleicht eine bessere Strategie. Ja, wie gesagt, die Fassade nach außen, die Karriere, das gehört da wirklich zu, das hatte ich ja gerade schon. Ganz häufig resultiert daraus auch Selbsthass, was ich gerade auch schon gesagt habe, was wir dann in allen möglichen Formen finden, von auch klassischen Notfallprogramme dazu gehören, auch so Sachen wie Ritzen oder allerhand Konsum von Drogen oder alle möglichen lebensgefährlichen Sportarten. Gibt es ja auch diese ganze Jugendkultur, die dann mit GoPro, mit dieser Helmkamera dann da, mit Mountainbike irgendwie
auf irgendwelchen Felsgraden lang brettern und so, ohne Sinn und Verstand. Also da gibt es ja alles Mögliche, was man da mittlerweile machen kann. Man fängt auch an, Dinge zu idealisieren und zu projizieren und läuft dem relativ, ja, einfach so mal nach, ohne das mal zu hinterfragen. Da gibt es auch sehr viel, denke ich, in dieser Richtung. Oder es geht in die andere Richtung, dass man blind quasi so Dinge projiziert und abreagiert an anderen Leuten. Das ist in Familien natürlich dann auch ein großes Thema, denke ich. Viele neigen eben dann auch zu dieser Konsensustrance in Form von Überanpassung. Bloß nicht auffallen. Die Welt hat letztens gesagt, 75% der Deutschen haben mittlerweile Angst, ihre Meinung öffentlich zu sagen. Da muss man sich ja auch fragen, wo sind wir mittlerweile angekommen? Das hat, denke ich, auch was damit zu tun. Und ja, daraus resultiert am Ende eine kollektive Konditionierung. Das kann man also natürlich in allen möglichen Staaten, gerade sozialistischen Systemen, sehr gut sehen. Ich hoffe nicht, dass uns das nochmal ins Haus steht. Aktuell habe ich den Eindruck, sind wir aber irgendwie ein bisschen auf Kurs dahin. Die Potenziale werden dadurch natürlich massiv gehemmt vom Individuum selber. Ja, und natürlich auch von der Gemeinschaft. Das ist ein großes Problem. Das ist so mein Hauptbetätigungsfeld. Und auch hier gibt es wieder die Notfallprogramme, was ich gerade schon sagte. Also ein großes Notfallprogramm ist auch wieder Shopping oder eben dann halt, wie gesagt, alle möglichen Arten von Substanzen. Was ich gerade auch sagte, eben die Arbeit, Sport, aber auch Sexualität oder Reisen. Computerspiele, bei Jugendlichen sind es häufig Computerspiele als Flucht vor der Welt. Oder eben die klassischen Rückzugsmechanismen von Einfrieren, Totstellen, Abkapseln, Dissoziieren. Man kann auch meditieren und sich damit von der Welt flüchten. Das geht auch super. Ja, sprich mich die nächsten 4 Stunden nicht an. Ich bin kurz vor Samadhi. So, ne? Also habe ich immer wieder Paare auch in der Beratung gehabt, die dann daraus damit ein Thema hatten zum Beispiel. Ja, und natürlich gibt es so kollektiv verordnete Notfallprogramme. Ja, nochmal zurück. Ja, gerne. Der erste Punkt, den Achso, Entschuldigung. Also wir gehen davon aus, in der Hypnoarbeit, dass der Mensch keine feste Persönlichkeit ist, sondern dass wir alle also ein Portfolio von unterschiedlichen Anteilen sind. Das heißt, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, so bin ich auf der Arbeit, so bin ich mit einer Freundin, so bin ich mit meiner Mutter und so bin ich mit meinen Kumpels abends samstags draußen, dann kommen da mindestens jetzt schon mal 4 verschiedene Seiten zum Vorschein und das sind noch viel mehr. Und diese unterschiedlichen Facetten, die verfolgen auch zum Teil unterschiedliche Strategien. Und es gibt eben auch welche, die funktionieren halt dann als Notfallprogramme. Und das kann sein, dass da ein Teil ist zum Beispiel, der sagt so, wenn es jetzt so schmerzhaft ist, dann musst du zum Beispiel spielen gehen in eine Spielhalle oder trinken. Oder jetzt musst du erstmal mit 240 über die Autobahn kacheln oder sowas. So, und das manchmal helfen solche Notfallprogramme kurzfristig, aber es gibt auch Notfallprogramme, die dann einem doch schon langfristig eher schaden. Wenn man jetzt jeden Abend da zum Beispiel eine Kiste Wein wegkloppt oder so, dann ist das mit sich, oder eine Flasche reicht schon. Das ist also auf Dauer ungünstig. Und diese Notfallprogramme, die werden also dann von diesen inneren Anteilen gesteuert. Und der Fachbegriff ist eben Ego States. Also wenn sich 2 Menschen begegnen, begegnen sich nicht 2 Menschen, sondern eigentlich im Grunde 2 Vereine. Und man müsste dann immer wieder genau gucken, wenn es da irgendwie zu Kollisionen kommt, welche von diesen jeweiligen Facetten sind jetzt gerade im Vordergrund und welche im Hintergrund. In den meisten Therapien geht man immer noch viel zu sehr von einer festen Charakterstruktur aus. Also Bateson hat mal irgendwann gesagt, das, was man in der systemischen Therapie auf Familien und Systeme anwendet, das wird man in Zukunft auf den Einzelnen anwenden. Und ich glaube, da haben wir, werden Sie vielleicht mir zustimmen, haben wir noch einiges vor uns, weil viele haben da immer nichts von gehört, habe ich den Eindruck. Ja. Und wie gesagt, diese kollektiv verordneten Notfallprogramme, das ist natürlich etwas, was aus diesem ganzen Schuld- und Scham-Thema dann heraus resultiert. Das sind so diese, was ich vorhin sagte, in Deutschland wird ja nur gerettet, aber meistens werden alle anderen gerettet und man selber eben nicht. Angefangen hat das ja zum Beispiel mit der Bankenrettung und jetzt retten wir das Klima und das Weltklima retten die Deutschen und so. Das ist alles so eine Hybris irgendwie. Und das hat auch was mit Narzissmus zu tun, glaube ich. Und das sind alles so, ja, das sind so kollektiv verordnete Programme, wo gerade die Deutschen interessanterweise sich sehr gut vor den Karren spannen lassen. Und das hat, glaube ich, was mit dieser Geschichte zu tun. Ein guter Weg durch dieses Labyrinth wäre meines Erachtens nach, dass einzelne Menschen anfangen, in Familien, in Gemeinschaften aufzustehen und sich diese Sachen anzugucken.
Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, würde sagen, bestimmte Dinge davon wieder auszukurzen, die man vielleicht gefressen hat und die nicht die eigenen sind. Also das sind die Introjekte, ne, und, oder die man eben mitbekommen hat. Und meine Erfahrung ist, dass es dann zum Teil schon stärkere Erfahrungen braucht, die deutlich über verbale Arbeit hinausgeht. Und ja, ich habe da eben sehr viel selber Erfahrung gemacht in veränderten Bewusstseinszuständen, auch mit Techniken aus der Atemtherapie und verschiedenen anderen Dingen. Ja, und ich glaube, da haben die Schamanen schon sehr viel gewusst und sehr viel richtig gemacht in den alten Kulturen. Gut, also das war mein Vortrag. Genau. Ja.